Hey Leute, heute kommt ein Video, aber erstmal will ich euch fragen, denn wollte mir eigentlich, hier hatte ich mir so einen geflochtenen kleinen Zopf gemacht und hier wollte ich eigentlich Fischgräte machen, aber da ich das selber immer nicht hinkriege, sollte es meine Mutter mal machen, aber meine Mutter kriegt keine Fischgräte hin, also hat sie mir den ganz normal geflochten. Und da war ich dann jetzt hier. Locken rein gemacht. Und ich finde, dass es eigentlich so ganz gut aussieht. Ich hoffe, es findet ihr auch. Wenn nicht, dann gefällt es euch eben nicht. Und ich finde, so sieht eigentlich aus wie so ein kleiner, süßer Look. Aber naja, ich denke mal, das muss ich nicht erklären, wie man das macht, oder? Einfach nur flechten, und aber nicht Strähne freilassen und die dann mit dem Lockenstab locken. Ja. Okay, also, und heute kommt ein ersehntes Video, sage ich mal so. Also nicht von euch, aber ich wollte es schon lange mal machen. Ich mache es jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, da ich jetzt dafür keine Zeit habe. Denn ich wollte eigentlich, weil ich mache, erstmal zum Punkt kommen, ich mache ein Favoritenvideo. Und es hat nicht irgendwas mehr zu tun, von wegen mein Favoriten oder sonstiges, sondern einfach nur. Es ist einfach nur ein Favoritenvideo, was ich jetzt für jetzt bestellt. Das heißt, was ich eigentlich so gut wie immer mag, was auch schon vielleicht ein paar Jahre zurückgeht oder was ich jetzt erst entdeckt habe. Und es ist einfach so ein Favoritenvideo, was ich bis heute mag oder was ich einfach total gerne mag. Ja, okay. Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, diese Favoriten immer da zu machen. Sag ich mal, wenn es ein Duschbad ist, mache ich es im Badezimmer, wenn es unten Buch ist, mache ich es auf der Couch, wenn es Schokolade ist, mache ich es in der Küche, aber ja, irgendwie, da ich dafür halt keine Zeit habe, mache ich es halt nicht. Aber egal, ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Also bleibt dran. Okay, mein erstes Favorit ist diese Kerze. Die ist richtig knallpink, ihr seht richtig, die habe ich aus Dänemark und ich finde die so schön. Ich werde sie wahrscheinlich niemals anmachen, weil ich sie so schön finde, aber es ist eines meiner Favoriten, die steht auch in meinem Zimmer und die ist total schön. Also mir gefällt sie total. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer sie war. Steht hier auch gar nicht drauf. Natürlich haben sie Kronen gekostet. Doch, Dänemark ist doch Kronen, oder? Wie auch immer, auf jeden Fall. Und, aber egal. Auf jeden Fall finde ich die total schön. So eine gibt es bestimmt auch in Deutschland, so eine knallpinken Kerzen. Aber, ja. Ich fand sie in Dänemark total toll. Und ich habe so eine knallpinken noch nicht in Deutschland gesehen. Deswegen ist die mein Favorit. So, mein nächster Favorit ist ein Duschbad. Das heißt Wild Cherry. Das ist von Dusch Das. Das ist dieses Duschbad hier. Und es ist so schön. Ich liebe dieses Duschbad einfach. Es ist einfach wahnsinnig toll. Und das riecht echt gut. Also es riecht wirklich nach Cherry. Also Kirsche. Und ich kann euch ja mal zeigen, das ist richtig rot, das ist blutrot, wartet. Hier seht ihr das? Vielleicht wirkt es bei euch jetzt nicht so rot, aber es ist richtig blutrot. Also ich finde das so schön. Und ja, es riecht gut und es ist einfach wahnsinnig toll. Das kann ich wirklich nur empfehlen, das gibt es bei Rossmann und überall. So, als nächstes kommen wir zu einem Parfüm von mir, das ich mir sogar schon nachgekauft habe, denn ich liebe es. Es ist von Yves Rocher und es ist Strawberry. Also Erdbeer, so ein Erdbeerparfüm. Und es riecht wirklich richtig stark nach Erdbeer. Also es ist wirklich einfach dieses Emily Erdbeer, sage ich immer dazu. Und es riecht wirklich stark nach Erdbeere und es ist einfach toll. Ich liebe dieses Parfüm. Das gibt es auch mit Kokos und sonstigem und die riechen alle wirklich so stark. Aber Erdbeer ist einfach mal mein Favorit. Also das kann ich euch nur empfehlen. Das gibt es bei Yves Rocher. Und es riecht so geil. Es ist so ein krasser Erdbeergeruch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist so schön. So, als nächstes kommen wir zu einem Film und zu einer Serie, die ich total liebe. Und das ist nämlich Türkisch für Anfänger. Ich liebe sowohl den Film als auch die Serie. Das ist ich weiß, viele denken jetzt, oh mein Gott, also die das zumindest noch nicht gesehen haben, es ist doch ein deutscher Film bzw. eine deutsche Serie.
Ja, ich habe auch immer solche Vorurteile, aber ich habe schon viele deutsche, also gute deutsche Filme gesehen. Und dieser Film, sowohl als auch die Serie, finde ich so toll. Ich habe sogar mal ein Video über Elias Mbarek gemacht. Ich kann es euch in der Infobox verlinken. Und den Film, den habe ich als allererstes gesehen im Kino mit meiner besten Freundin. Und ich fand den Film so toll. War total begeistert davon. Viele haben immer gesagt, ja, es gibt so eine Serie davon. Bla bla. Ich dachte so, ja, nee, die habe ich noch nie geguckt. Bla bla. Und ich dachte immer, die Serie ist ja mit komplett anderen Schauspielern. Also habe ich gesehen, das sind komplett die gleichen Schauspieler und so. Und ja, die Serie lief mal auf das Erste, also ARD. Deswegen liegt es wahrscheinlich daran, dass ich das nie geguckt habe. Denn ich gucke, das ist für mich meiner Meinung nach immer so ein Rentnersender. Aber dass dann sowas da läuft, das ist einfach Wahnsinn. Und die Serie ist einfach total toll. Für die Leute, die es noch nicht geguckt haben, habt keine Vorurteile. Vor allen Dingen Leute, die was gegen Türken haben, finde ich total, also sowas Rassistisches mag ich generell nicht. Und sowas, das ist total lustig gemacht. Und es ist lustig, es ist cool und ich liebe es einfach. Also sowohl die Serie als auch den Film. Und da kommt einfach mal dieses Deutsch-Türkische aufeinander und ich finde es so schön. Also ich mag ja generell Filme oder Geschichten oder sonstiges, was mit Türken zu tun hat, was neuerdings bei mir so ist, keine Ahnung. Und ja, also ich mag Film und Serie, sind beides meine Favoriten. Den Film kann ich nur empfehlen, der ist gut. Und wer natürlich sich mehr angucken will, es hängt nicht zusammen oder so, es ist nicht verbunden. Aber es ist beides total gut und die Serie kann ich auch empfehlen. Wenn von Türkisch für Anfänger noch ein zweiter Teil rauskommt, dann kaufe ich mir den auf jeden Fall auch. Und von Türkisch für Anfänger, von den Staffeln gibt es genau drei. Ja, eins, zwei, drei. Und die sind alle drei sehr gut. Davon wird es keine vierte Staffel mehr geben, leider. Aber wenn es davon noch einen zweiten Teil irgendwann gibt, bin ich auch schon stolz. Und ja, also das ist ein Film und das ist eine Serie, die ich empfehlen kann. Und wenn man sich was Lustiges angucken will, dann sollte man sich genau das angucken. Okay. Als nächstes kommen wir zu Schokolade, die ich wahnsinnig liebe. Ich habe sie eigentlich immer in großen Tafeln, aber diesmal habe ich sie in kleinen Stücken, sage ich mal so. Aber sie sind trotzdem wahnsinnig lecker, das hat ja nichts zu sagen. Ich kannte immer nur vier Sorten, aber jetzt habe ich mittlerweile noch eine fünfte Sorte dazu gekannt. Oder kennengelernt, sage ich mal so. Und zwar diese Hello-Schokolade. Hier. Ich meine jetzt hier so in so eine Stücke, aber die gibt es halt auch in groß. Und Hello-Schokolade ist einfach wahnsinnig lecker. Ich liebe alle Sorten, egal welche. Das war, glaube ich, die Sorte, die ich mal als erstes gegessen habe, sage ich mal. Das war Strawberry Cheesecake. Erdbeerkäsekuchen, das gibt es ja so viel. Es gibt bei Jelly Beans, Strawberry Cheesecake, es gibt bei so vielen. Und ich kann euch wirklich jede Sorte von Hello Schokolade empfehlen. Oder ihr sucht euch einfach nur eine aus. Wer auf Strawberry Cheesecake steht, sollte sich das holen. Also, das schmeckt wahnsinnig gut. Die zweite Sorte war, die ich gegessen hatte, war Cookie. Nee, gar nicht. Das war Karamell Brownie. Also, wer auf Karamell und Brownie steht, sollte die essen. Und die ist auch echt lecker. Und ja, dann gibt es noch zwei andere Sorten, also jetzt kommen erstmal die vier Sorten, die ich kannte. Und zwar gibt es hier noch Cookie and Cream und das schmeckt auch wahnsinnig lecker. Also ich meine schon alleine Cookie and Cream, sowas auch, wenn es sowas Schokolade gibt und so, also wenn es nicht von Hello ist, hier von Lindt, aber trotzdem war es immer voll lecker. Und hier von Lindt, Hello Schokolade ist teuer, aber wenn ihr euch mal was gönnen wollt, holt euch die, gönnt euch die und verschenkt sie nicht, also doch zum Geburtstag vielleicht schon, aber ich meine jetzt nicht so von wegen so totaler Verschleiß damit, sondern helle Schokolade ist es einfach wert, gegessen zu werden und genossen zu werden. Und als letztes habe ich noch diese Nougat Crunch von helle Schokolade. Und die ist auch total lecker und total empfehlenswert auf jeden Fall. Und jetzt kommt die Sorte, die ich, sag ich mal, jetzt erst kennengelernt habe. Das ist weiße Schokolade mit Kirsch, Brombeer-Joghurt-Füllung und das heißt Berry Fair oder so. Und die sieht auch schon, also die Leute, die auf weiße Schokolade stehen, werden es sowieso lieben, denke ich mal. Ich bin vielleicht nicht so der weiße Schokolade-Typ, aber ich wette, das wird eines der leckersten Sachen von weißer Schokolade, die ich essen werden können, sage ich mal so. Ich esse ja am liebsten Bitterschokolade, aber das hier wird bestimmt auch sehr lecker. Und ja, dieses Karamell Brownie ist voll mit Schokolade mit Karamell Brownie-Füllung.
Cookie and Cream ist Vollmilchschokolade mit Keks und Sahnecreme-Füllung. Strawberry Cheesecake ist Vollmilchschokolade mit Erdbeer- und Quark-Creme-Füllung. Und Nougat Crunch ist Vollmilchschokolade mit Nougat-Krokant-Füllung. Also das sind so helle Schokoladen. Schokolade kann ich sowieso empfehlen. Und das sind einfach mal so Sachen, wo ich sage, die solltet ihr euch kaufen. Denn das ist einfach wahnsinnig lecker. Holt euch entweder nur die Sorte, die ihr mögt. Also sag ich mal so, wo ihr sagt, okay, das esse ich sowieso. Wenn ihr gar keine weiße Schokolade esst, dann lasst es doch erstmal sein. Und dann, also das ist wirklich empfehlenswert. Und helle Schokolade sollte man wirklich essen. Meiner Meinung nach. Denn sie ist lecker. Ihr sollt euch ja nicht immer sowas kaufen, kauft euch ansonsten irgendwelche andere Schokolade. Weil Lindt ist ja immer teuer und die helle Schokolade ist natürlich teuer dadurch. Und ja, aber ich sag euch, die schmeckt echt gut. Also sie ist empfehlenswert und ich habe bei keiner Schokolade zu sagen, es schmeckt jede auf seine Art. Und wer gern mal ein süßer Genießer ist, hat Schokolade. Es ist einfach eine süße Sünde zum Anbeißen. Und ich finde, sowas sollte man genießen und nicht so schnell runterschlucken und schlingen und... Naja, gut. Okay, bevor ich mich so weiter an der Schokolade beteilige hier und mir das Wasser im Mund zusammenläuft, mache ich einfach mal weiter. So, als nächstes, ihr seht schon, ich habe nichts in der Hand, denn es hat was mit meinem Computer zu tun. Um genauer zu sein, es hat was mit Facebook zu tun. Bei Facebook gibt es eine Geschichte. Das war, also ich habe schon immer mal Facebook-Geschichten gelesen. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die Seiten auf Facebook, wo dann welche eine Geschichte, sag ich mal, auf jedes einzelne Bild machen und so. Und, also die laden eine Galerie hoch und dann sind Bilder und dann immer da, wo die Beschreibung sozusagen ist, da steht dann immer erstes Kapitel, bla bla. Dann kommt das nächste Bild, da ist dann noch das zweite Kapitel, bla bla. Und ich habe ja schon immer viele Facebook-Geschichten gelesen, aber keine hat mich richtig umgehauen. Und jetzt habe ich eine Facebook-Geschichte, also die habe ich schon vor einer Weile entdeckt, aber nur durch eine Freundin. Und die habe ich dann auch jedem anderen gezeigt, der gerne sowas lesen möchte und so. Und sie sind alle bis jetzt extrem begeistert von dieser Geschichte. Die heißt, Liebe mit Hindernissen. Und es ist so gut geschrieben. Also es ist die beste Facebook-Geschichte, die ich je gelesen habe. Da sind kaum Rechtschreibfehler drin und du verstehst das auch alles. Ich lese zwar jetzt gerade auch noch eine andere, die auch gut ist. Aber da muss ich echt sagen, dass da wieder ziemlich viele Rechtschreibfehler drin sind. Also bei vielen Facebook-Geschichten ist es ja so, dass dann einfach mal entweder beim dritten Kapitel oder allerhöchstens beim zehnten Kapitel aufgehört wird zu schreiben, weil die entweder keinen Bock haben oder sonstiges. Und dann ist das Ende offen. Und die Geschichte ist vorgestern, glaube ich, ist sie zu Ende gegangen mit dem 100. Kapitel. Das war das letzte Kapitel und es ist so gut geschrieben und ich liebe diese Geschichte. Ich schreibe sie euch in die Infobox, denn diese Geschichte ist einfach total toll. Und wir schreiben alle immer die Kommentare drunter von wegen, schickt es einem Verlag, die Geschichte ist so gut und einfach, ich liebe diese Geschichte. Ich habe ja auch einen richtig langen Text geschrieben, wie sehr ich ihre Geschichte liebe und ich sag euch, lest sie euch durch und es ist einfach eine schöne Geschichte. Fangt beim ersten Kapitel an und dann lest sie bis zum 100. Also ihr müsst nicht an einem Tag lesen, aber lest sie dann einfach bis zum 100. Kapitel irgendwann durch. Also nicht zwischendurch drin anfangen, das ist nämlich echt scheiße. Also lest das erste Kapitel und dann lasst die Geschichte in euch wirken. Denn es ist wirklich eine richtig schöne Geschichte und es geht auch um Türken in der Geschichte. Naja, auf jeden Fall. Und ich kann euch die Geschichte nur empfehlen. Ah, und da wir ja gerade bei Geschichten sind, wie ja die perfekte Überleitung, geht es jetzt weiter mit meinem nächsten Favoriten. Es sind Bücher, die ich lese schon seit dem, keine Ahnung, ich habe glaube ich in der 5. oder 6. Klasse angefangen, richtige Bücher zu lesen. Davor habe ich immer nur so Kinderbücher und deswegen habe ich nie gelesen, weil ich die so todeslangweilig fand. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu lesen und mein erstes Buch waren die Twilight-Bücher, also diese Biss-Bücher. Ich zeige euch immer jetzt nur den ersten Teil, da die anderen Teile da drin sind in meinem Schrank. Und ich habe keine Lust, euch irgendwie jeden einzelnen Teil zu zeigen, vor allem wenn noch mehr rauskommen bei anderen Büchern. Und deswegen, es sind immer so viele und naja. Das ist der erste Teil von den Twilight-Büchern, also die Biss-Bücher. Und es sind einfach Bücher, die ich wahnsinnig liebe. Es ist, für die Leute, die Twilight geguckt haben, werden diese Bücher verschlingen. Denn es sind Bücher, die du einfach mal
total gerne liest. Ich meine, wer Harry Potter gelesen hat, was ich nicht gelesen habe, da ich nicht so der Fan davon bin. Und die Filme finde ich gut, aber ich kann mir, da mag sein, dass die Bücher total spannend sind, aber sobald ich immer das Titelbild sehe, kriege ich schon das Kotzen, weil das Titelbild so wahnsinnig langweilig aussieht. Und naja, mag sein, dass die Bücher gut sind, aber auf jeden Fall geht es hier zu den Twilight-Büchern und diese Bücher sind echt gut. Also ich denke mal, wer Harry Potter gelesen hat, wird diese Bücher auch lieben. Und weil man kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe den Film gesehen, reicht. Weil in den Büchern ist auch alles viel ausführlicher und du kannst dir die Charakter vielleicht besser vorstellen. Ich meine, wenn du die Leute schon mal gesehen hast oder so, hast du immer eine andere Vorstellung. Aber die Bücher sind so gut und ich liebe einfach diese Biss-Bücher. Die gibt es jetzt hier so im Taschenformat und dann habe ich die auch noch in so einen großen Bandbücher. Und naja, auf jeden Fall sind die so gut. Also davon gibt es 4 Teile und ein extra Teil, also einen 5. Teil noch. Und dann gibt es nochmal so ein Handbuch, was aber ziemlich groß ist. Und da steht dann nochmal alle Erklärungen zu den Charakteren drin. Und ja, auf jeden Fall kann ich diese Bücher empfehlen, denn sie sind einfach wahnsinnig gut. Also ich habe da gar nicht, kann ich gar nicht beschreiben. Es ist einfach, vielleicht mag man Twilight nicht und liest aber gerne Bücher und dann liest man die Bücher und findet die doch ganz gut. Man muss ja nicht unbedingt immer alles auf den Film beschränken oder auch wenn es Serien gibt, auf die Serien, meiner Meinung nach. Also, die Bücher kann ich empfehlen, die Twilight-Bücher. Biss-Bücher. So, als nächstes kommen Bücher. Das ist Tagebuch eines Vampirs. Das ist auch wieder der erste Teil. Und wer halt generell auf... Das sind alles Fantasy-Bücher, weil ich kann so eine normalen Bücher kann ich nicht lesen. Also so eine normalen Bücher finde ich immer wahnsinnig langweilig. Deshalb... So eine normalen Bücher finde ich immer wahnsinnig langweilig, deswegen kann ich es überhaupt nicht lesen. Aber wer halt, sag ich mal, auf Fantasy-Bücher steht, sollte sie sich auf jeden Fall durchlesen. Und wer dann schon mal die Twilight-Bücher schon gelesen hat, sollte, das ist von einer Serie Vampire Diaries, das heißt hier Tagebuch eines Vampirs, so heißen die Bücher. Das hat auch jede Geschichte einen einzelnen Namen, so wie bei den Biss-Büchern. Und die Tagebuch eines Vampirs Bücher sind genauso gut. Bei mir ist es immer so, weil da gibt es, weiß ich nicht, richtig viele Bände auf jeden Fall. Und bei mir ist es aber immer so, wenn ich zu viel von einem Band lese, wird mir schnell langweilig. Also ich kann immer nicht so viel von einem Band lesen, deswegen bin ich dann immer total... Naja. Aber egal, lest euch, wenn bei euch ist es vielleicht nicht so, das ist auch wirklich nur bei mir, habe ich das Gefühl. Aber lest euch die durch. Also wer Twilight Bücher mag, wird die Vampire Diaries Bücher auch mögen. Denn The Vampire Diaries ist eine Serie, die ich immer gucke, genauso wie Twilight. Twilight ist ein Film, den ich immer gucke, egal welcher Teil. Und so wie bei der Serie, egal welche Staffel oder welche Folge. Ich liebe einfach alles. Und aber bei den... ihr dürft nicht die Bücher mit der Serie vergleichen. Es ist komplett anders. Elena hat im Buch blonde Haare. Stefan heißt im Buch Stefano. Ach, es ist so vieles anders. Es gibt Charaktere, die anders aussehen, Charaktere, die es im Film gar nicht gibt oder Charaktere, die es in der Serie gibt, aber nicht im Buch. Also ich sag immer, ja, oder Charaktere, die es im Buch gibt, aber nicht in der Serie oder sonstiges. Und vergleicht es einfach nicht. Versucht euch ein bisschen das euer eigenes Bild zu denen zu machen, also wenn ihr die Serie guckt bzw. kennt. Und aber ich muss sagen, ich finde es gut, wenn ihr zuerst euch die Serie anguckt und dann die Bücher lest, weil sonst seid ihr sowas von enttäuscht. Ich habe nämlich erst die Bücher gelesen und dann die Serie geguckt und ich war so enttäuscht, dass so vieles anders war. Und so ist es einfach immer besser. Guckt erst, wenn es Filme oder Serien dazu gibt, guckt euch das erst an und dann lest die Bücher, weil dann seid ihr am Ende so enttäuscht, dass es nicht so ist wie in eurer Vorstellung. Oder dass halt so vieles rausgenommen wird. Zum Beispiel bei Twilight bin ich immer total erstaunt gewesen, wenn dann so viel Schönes dann auf einmal in dem Buch drin stand. Und naja, wie auch immer, das ist einfach Wahnsinn. Zum Beispiel die Freundin meiner Mutter, sie hat sich die Bücher ja schon ein paar Bücher ausgeliehen. Und man kann eigentlich sagen, erste Staffel von der Serie, erstes Band von den Büchern. Und da sie ja eh ziemlich langsam liest und wir im Fernsehen läuft, glaube ich, gerade die 4. Staffel. Deswegen, und sie ist gerade mal beim 2. Buch, deswegen... liest sie das echt gut, finde ich. Weil dann kann man das so schön aufteilen und dann hat sie so eine kleine Vorstellung davon. Aber ich kann euch sagen, die kann ich euch auch empfehlen für die Leute, die Twilight-Bücher gelesen haben oder generell Fantasy mögen. Ist auch eine Empfehlung. Davon gibt es auch noch wieder extra Bücher von wegen Stephen's Diary und naja, wie auch immer. Es gibt immer extra Bücher von vielen, weil viele immer nicht aufhören wollen zu schreiben und ja.
Gut, okay, mache ich weiter. Jetzt kommen die besten Bücher in meinem ganzen Leben, die ich jemals gelesen habe. Und das sind immer noch meine Lieblingsbücher. Das sind meine Favoriten von den Favoriten. Denn das sind Bücher, die echt lange dauern, immer wenn der nächste Teil rauskommt. Aber es ist einfach das Beste von alleine schon. Die Charaktere sind total toll. Und da gibt es einen Charakter, der heißt Shane. Und der wird so hübsch beschrieben und so ein geiler Charakter. Und den liebe ich einfach. Und die Bücher heißen Haus der Vampire. Das ist jetzt das erste Band. Und ich liebe dieses Buch. Es ist einfach, beziehungsweise die ganzen Nachfolger, die es noch davon gibt, die nächsten Bücher davon. Also zweiter Teil und so. Und ich liebe es einfach. Es ist einfach gut geschrieben. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach der Wahnsinn. Man verschlingt sie doch so schnell. Also verschlingen die schneller als die Twilight und die Vampire Diaries Bücher. Muss ich zugeben. Das sind die Bücher, die ich am allerschnellsten lese. Denn, ich meine, klar, sie sind nicht sonderlich dick, aber ich liebe diese Bücher und die sind total toll. Achso, und ihr seht wahrscheinlich, dass Vampire Diaries auch nicht sehr dick ist, aber die Nachfolger, die ersten vier sind so dünn und dann ab dem fünften werden die richtig dick, weil da liegen 10 Jahre dazwischen. Die ersten vier sind rausgekommen, dann liegen 10 Jahre dazwischen und dann kommen die nächsten raus. Also von daher, deswegen fand ich zum Beispiel, dass sie dann nicht mehr so toll waren, die Bücher, aber trotzdem sind sie noch lesenswert. Na, auf jeden Fall sind die wahnsinnig gut. Die kann ich empfehlen, mehr als empfehlen, denn ich liebe diese Bücher. Das ist auch wieder für die Leute, die alles Fantasy-mäßige mögen. Und ich weiß, ich habe keine Beschreibung darauf. Es ist einfach, ich will euch auch nicht vorlesen, was immer da drauf steht, denn auch im zweiten Teil steht wieder was anderes. Und lest die einfach. Lest nicht Bücher so, wie ich das von euch mit der Facebook-Geschichte erzählt habe, fangt die Bücher bitte beim ersten Teil an. Lest die Bücher nicht vom zweiten Teil an oder vom dritten Teil oder von manchen Büchern gibt es ja schon, weiß ich nicht, 20 Teile da vom 15. Teil an oder sonstiges, denn ich finde, das macht alles kaputt. Eine Freundin, die holt sich immer nur bei Thalia, wenn im Angebot Bücher sind, und dann holt sie sich immer nur die Teile zwischendrin, was aber echt schade ist, weil wenn man sie von Anfang an liest, dann hat man ja, irgendwie kommt man besser rein, also empfehlenswert, fangt die Bücher, die ich euch empfehle, wenn ihr die euch auch kauft oder euch die durchlesen wollt, wie auch immer, fangt die bitte beim ersten Kapitel, also beim ersten Buch an. Aber ich kann euch sagen, die Leute, die lieber auf kurze Kapitel stehen, das sind die ganzen Bücher nicht, das sind alles immer lange Kapitel. Also, aber egal. Aber ich hasse Bücher, die gar keine Kapitel haben. Also ich finde es immer richtig schwer, die zu lesen. Aber gut. Egal. Mache ich weiter. Weil ich will ja nicht, dass das Video wieder ellenlang wird, was es wahrscheinlich ja schon ist. Als nächstes kommt House of Night. Das ist auch wirklich, das ist hier der erste Teil. Das ist wirklich eins der besten Bücher wieder mal. Also auch echt gut. Ich lese gerade den, weiß ich nicht wie vielen Teil, aber es ist auch wieder bei mir so, weil es davon wieder so viele gibt und so. Aber wer halt die Vampirgeschichten von Stephenie Meyer halt gelesen hat, also die und die Abenteuergeschichten von Harry Potter verschlungen hat, der wird diese Geschichte lieben, denn es ist ganz anders. Wenn ihr euch die ganzen Bücher durchlesen würdet, ist es normal, wie jeder, ist es die Geschichte gleich. Aber hier ist es ganz anders. Ich meine, hier ist es eine Highschool für Vampire. Deswegen House of Night und alles. Und das ist wirklich eine Highschool für Vampire. Und du wirst erst gezeichnet, du wirst erst zum Vampir ganz, du musst mehrere Schritte abarbeiten. Und das ist einfach ganz anders. Und ich dachte auch, als ich mir das am Anfang so durchgelesen habe, das ist anders und bla bla bla, dachte ich auch so, nein, bitte nicht. Das kann doch nur der größte Reinfall sein. Aber nein, das ist auch total gut. Also auch nur empfehlenswert. Ja, ich weiß, dass ich jetzt immer schneller werde, aber ich will ja nicht zu viel labern. Jetzt kommt ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, aber ich weiß schon durch die Kritiken, und weil ich bin ja nicht so schnell mit dem Lesen, aber durch die Kritiken, und eine Freundin hat sich das 15. Teil, glaube ich, davon geholt oder so. Und ich zeige euch jetzt den ersten Teil, und zwar von den Büchern Black Dagger. Wer so auf erotisches Zeug steht und so, das ist auf jeden Fall so. Hat viel mit Erotik zu tun, aber es ist auch wieder einfach mal so eins. Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht, aber ich glaube, es geht auch um Vampire. Ja, es geht auch um Vampire und ganz logisch, immer wenn es um Vampire geht, bin ich sofort dabei. Also es ist auch ein empfehlenswertes Buch und ja. Ich habe
nochmal so Bücher, aber diese haben nichts mit Vampire zu tun. Sie sind auch ein bisschen mystikmäßig, aber die will ich euch jetzt nicht unbedingt vorstellen, denn ich habe noch keins von diesen Büchern gelesen. Aber naja, wie auch immer. Ich wollte euch nur was sagen, und zwar, ich will mir irgendwann noch Shades of Grey holen. Das sind auch Bücher. Die sind auch sehr erotisch, also sind auch sehr sexistisch, sag ich mal so. Und aber eine Freundin liest die gerade. Es gibt, glaube ich, 3 Bücher davon. Und die sollen auch echt gut sein. Also ich kann euch so jetzt schon mal Shades of Grey empfehlen. Und ich muss sagen, ja, dass die bestimmt auch sehr gut sind. Also was die davon erzählt hat, ihr braucht da nicht auf die Kritiken hören, weil viele meinten ja, das ist voll verstörend, was sie da schreiben und so. Mein Gott, ey. Aber gut. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video jetzt gefallen hat, denn das waren jetzt schon meine Favoriten. Ich glaube, zu den Büchern habe ich am meisten erzählt, denn, aber es waren ja auch am meisten, sage ich mal so. Und ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es ziemlich lang ist. Es war mein erstes Favoritenvideo. Ich weiß nicht, ob es auch mein einzigstes bleibt oder ob nochmal irgendwann eins kommt, aber bis jetzt ist es mein einzigstes. Und falls nochmal eins kommt, wird es dann bestimmt irgendwo hier in der Infobox stehen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!